Guten Abend, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Finanzen-Netzseminar. Mein Name ist Janina Schmidt und ich darf Sie heute als Moderatorin durch die Veranstaltung führen. Der Weltgesundheitsmarkt gilt als Megatrend. Vor allem durch die Corona-Krise wurde die Gesundheitsbranche immer mehr in den Fokus der Anleger gerückt. Doch auch durch den medizinischen Fortschritt, bessere Diagnosen und den demografischen Wandel wächst der Healthcare-Markt rasant. Bei uns sind heute Thomas Verlicki von Medical Strategy und Hendrik Lofrute von Apo Asset zu Gast. Sie erklären Ihnen heute alles rund um den Weltgesundheitsmarkt und wie Sie als Anleger am Megatrend Healthcare teilhaben können. Hallo Herr Verlicki, hallo Herr Lofrute, herzlich willkommen und danke, dass Sie heute dabei sind. Schönen guten Abend zusammen. Guten Abend. Gut, bevor wir gleich starten, wäre es super, wenn Sie beide sich noch kurz vorstellen könnten und kurz sagen könnten, welche Erfahrungen Sie bisher gesammelt haben. Fange ich an. Also erstmal guten Abend nochmal zusammen. Mein Name ist Thomas Verlicki. Ich bin Sales Manager bei Medical Strategy und wir sind eine Investmentboutique spezialisiert auf innovative Therapieentwickler mit Schwerpunkt Biotechnologie. Ich war davor lange Zeit bei einer Großbank in Deutschland, habe dort sowohl im Vertrieb, aber auch im Stab gearbeitet und bin jetzt seit 2 Jahren bei Medical Strategy zuständig, gemeinsam mit meinem Kollegen Jürgen Harter für den Vertrieb des Fonds. Ja, dann übernehme ich an der Stelle einfach mal. Guten Abend auch von meiner Seite. Mein Name ist Hendrik Lofrute. Ich bin Portfolio Manager bei der Apo Asset und hier seit nunmehr 6 Jahren mitverantwortlich für unsere Gesundheitsfonds, unter anderem den Apo Medical Opportunities, den wir Ihnen heute vorstellen dürfen. Davor habe ich bei einer angelsächsischen Großbank als Analyst gearbeitet, auch im Bereich Medizintechnik, Gesundheitsanbieter. Beschäftige mich jetzt also seit vielen Jahren mit diesem Sektor und werde nicht müde und bin immer wieder aufs Neue begeistert. Und ich hoffe, wir können heute ein bisschen was von dieser Begeisterung transportieren. Vielen Dank für diese kleine Vorstellung. Dann können wir auch gleich loslegen. Ich habe noch einen kurzen Hinweis an Sie, liebe Zuschauer. Bei Fragen oder Verständnisproblemen können Sie uns während des Seminars über die Chatfunktion kontaktieren. Je nach Frage werde ich diese möglicherweise direkt aufgreifen und unsere Experten weiterleiten. Am Ende der Veranstaltung können dann in einer kleinen Fragerunde auch noch die restlichen offenen Fragen geklärt werden. Dann können wir auch jetzt beginnen. Ich übertrage Ihnen die Moderationsrechte, Herr Lofrute. So. Jetzt sind Sie So, Moderator. Rechte Genau. habe ich schon mal. Jetzt gehen wir noch ganz kurz in den Vollbildmodus. Ich hoffe, dass Sie meine Präsentation jetzt sehen können. Die sieht man, es hat funktioniert. Dann können Sie jetzt Ja, auch gerne wunderbar. beginnen. Ja, dann auch nochmal ganz offiziell zum Einstieg. Herzlich willkommen, meine Damen, meine Herren. Chancen des internationalen Gesundheitsmarktes, das soll heute unser Thema sein. Ich will Ihnen gar nicht groß erzählen, worüber wir heute überhaupt sprechen. Ich möchte direkt eigentlich mit dem Warum starten. Warum lohnt es, dass Sie sich heute jetzt zum Feierabend in die Zeit nehmen, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen? Warum brennen wir für das Thema Gesundheitsinvestments? Und warum glauben wir, dass es für nahezu jeden Kunden extrem viel Sinn macht, sich dieses Investmentthema einmal anzuschauen? Weil Gesundheit ein absoluter Wachstumsmarkt ist, ein Megatrend. Das liegt in erster Linie an den drei Gründen, die Sie hier auf der Folie sehen. Punkt 1 ist der demografische Wandel. Wir alle werden älter, wir werden immer mehr rund um den Globus. Und die meisten Behandlungskosten fallen nun mal in den letzten Lebensjahren an. Das heißt, für Nachfrage ist im Grunde immer gesorgt. Dazu kommt, dass Schwellenländer wie Indien, China, Brasilien den Zugang zur Gesundheitsversorgung systematisch ausbauen. Also auch hier nochmal ein zusätzlicher Nachfrageimpuls. Das heißt, kein Arzt, kein Apotheker muss sich Sorgen machen, dass die Praxis morgen, nächstes Jahr oder in 10 Jahren leer bleibt. Da bin ich ganz von überzeugt. Zweiter Punkt, weshalb Gesundheit als Investment so spannend ist, ist die relative Unabhängigkeit von Konjunktur. Denn Gesundheit ist nun einmal ein primäres Bedürfnis. Wir reden hier nicht über Entscheidungen wie beispielsweise den nächsten Autokauf oder den Urlaub, den ich vielleicht dann doch mal verschiebe, wenn es finanziell etwas angespannter aussieht oder wenn ich in einem schwierigen makroökonomischen Umfeld unterwegs bin. Ich bin mir ganz sicher, wenn Sie sich das Bein brechen, werden Sie umgehend einen Arzt aufsuchen. Völlig egal, was das Portemonnaie sagt, völlig egal, ob wir aktuell in einer Pandemie sind oder wie auch immer das Umfeld aussieht. Das führt halt dazu, dass die Unternehmen, die in diesem Sektor aktiv sind,
sich über eine recht stabile Nachfrage und dementsprechend auch prognostizierbare Umsatz- und Gewinnentwicklungen freuen können. Also ein recht defensiver Sektor im Vergleich mit anderen Sektoren. Der dritte Punkt, weshalb Gesundheit wirklich jeden Tag etwas Neues bietet, ist der medizinische Fortschritt. Das hat die Corona-Pandemie einmal mehr gezeigt. Wir reden hier nicht über Facelifts, über alte Pillen in neuen Verpackungen, sondern wir reden hier wirklich über bahnbrechenden Fortschritt. Das heißt, es wird jeden Tag rund um den Globus an Krankheiten geforscht, wird neue Medizintechnik entwickelt. Es gibt zig Indikationen, sowas wie Alzheimer, die wir noch lange nicht therapieren, geschweige denn kurieren können. Und gerade jüngstes Beispiel, die erste Frau, die jetzt vom HIV-Virus wirklich geheilt wurde. Das sind alles Beispiele für bahnbrechende Neuerungen. Und auch hier denkt man einmal an Covid, die Impfstoffentwicklung. Hier tut sich wirklich eine ganze Menge. Und all das führt in Summe dazu, dass der Gesundheitsmarkt überproportional wächst. Die WHO-Prognose bis 2030 steht ja bei 5,9% PA. Und völlig egal, welche andere Schätzung, ob vom IFO-Institut, Hans-Werner Sinn, wem auch immer, dem Waisenrat der Bundesregierung, egal was sie daneben legen, das ist definitiv weniger. Also Gesundheit wächst überdurchschnittlich, Gesundheit wächst nachhaltig. Dass das nicht nur Theorie ist, sondern auch wirklich Realität, sehen Sie auf dieser Folie. Hier sehen Sie mal exemplarisch für verschiedene Industrien abgetragen die Gewinnentwicklung pro Aktie. Über einen langen Zeitraum seit 1995. Das heißt, wir haben ja den 11. September drin, wir haben ja die Finanzkrise drin, wir haben ja die europäische Schuldenkrise drin, wir haben Covid drin. Und da sehen Sie, nehmen wir mal die orangene Linie hier, das ist der MSCI World Energie Sektor, dass es natürlich Phasen gibt, wenn es wirtschaftlich brummt, um es mal so zu formulieren, dann können Sie in diesem Sektor extrem viel Geld verdienen. So, wenn Sie das möchten, dann müssen Sie aber auch mit den entsprechenden Drawdowns leben. Also in Zeiten, wo es eben makroökonomisch etwas ruppiger wird, sehen Sie das dementsprechend auch an den Gewinnen und analog dann in den Aktienkursen. Gesundheit, hier als dunkelblaue Linie in der Mitte, ist da, ich sag mal, richtig schön langweilig. Sie sehen die verschiedenen Krisen eigentlich kaum und Sie sehen aber, dass es eben nachhaltig stetig nach oben geht. Das heißt, ich habe im Gesundheitssektor nicht nur Wachstum, sondern ich habe auch diese Stetigkeit und kann damit eben als Investor, glaube ich, ganz gut schlafen. Das war Gesundheit aus der einen Brille beleuchtet. Jetzt ist der Gesundheitsmarkt extrem komplex und unterscheidet sich gerade auch aufgrund der Versicherungsstruktur von Land zu Land. Und auch das berücksichtigen wir als globale Investoren. Guckt man beispielsweise in die europäischen Länder, dann sieht man, dass so 10 bis 12% vom BIP für Gesundheitsversorgung ausgegeben werden. In den USA sind wir mittlerweile bei knapp 18%. Also hier kommen ganz andere Herausforderungen und gleichzeitig aber auch Investitionschancen auf uns zu, als etwa in China, Indien, die noch im niedrigen einstelligen Prozentbereich sind. Dort ist sowas wie der Ausbau zur Versorgung, Krankenhausinfrastruktur viel dominanter, als wir das in Deutschland beispielsweise sehen. Hier spielt eher effiziente Versorgung, Kostenmanagement ein Thema. Also verschiedene Chancen, verschiedene Ansatzpunkte und all das gilt es zu berücksichtigen. Hier jetzt nochmal exemplarisch die Gesundheitsausgaben in China. Da sehen Sie, dass wir hier in den letzten 10 Jahren einen sehr, sehr starken Anstieg gesehen haben. Und das ist einer der Gründe, weshalb wir uns eben auch in Märkten engagieren, abseits der üblichen Verdächtigen, abseits von USA und Europa. Deswegen haben wir das auch als Beimischung im Fonds drin. So, jetzt habe ich Ihnen erzählt, warum wir das Ganze machen. Jetzt würde ich ganz gerne dazu kommen, wie wir das umsetzen. Wie gehen wir an diesen wirklich vielseitigen, aber auch sehr komplexen Gesundheitsmarkt heran? Wir haben den APO Medical Opportunities 2005 aufgelegt und tatsächlich seitdem in diesem Konstrukt, was Sie hier sehen, sehr erfolgreich gemanagt. Nebenbei auch einige Auszeichnungen gewinnen können. Glaube ich, macht dieses Konstrukt schon Sinn. Der Gesundheitsmarkt ist von der Art der Unternehmen sehr, sehr heterogen. Ob Sie in ein Krankenhaus investieren oder in ein Biotech-Unternehmen, ist fundamental sehr, sehr verschieden und bringt deswegen auch ganz andere Herausforderungen mit sich. Und deswegen haben wir uns bei Vorauflage entschieden, dass es Sinn macht, hier die Experten miteinander zu kombinieren, die sich in den jeweiligen Bereichen besonders gut auskennen. Und deswegen übernimmt im
Fonds Medical Strategy, die Pharma- und Biotech-Seite. Das sind da die Spezialisten. Da wird Herr Folicki sicherlich gleich auch noch das eine oder andere Wort zu sagen. Und wir bei der APO Essen, wir haben die Federführung für die Bereiche Medizintechnik, Dienstleistung, Versicherung, IT, also so die eher Zahlen, betriebswirtschaftlichen Modellierungen da an der Stelle. APO Asset, wer sind wir? Für die, die uns nicht kennen, wir sind die Fondsmanagementgesellschaft der Deutschen Apotheker- und Ärztebank und der Deutschen Ärzteversicherung. Wir sind also wirklich im Gesundheitswesen zu Hause. Das ist unsere Passion, das ist unsere Herkunft. Wir sind ein kleiner Spieler, wir sind gut 30 Leute bei uns in der Firma, sind deswegen also auch sehr flexibel und konzentrieren uns auf zwei Standbeine, Multi-Asset auf der einen Seite und eben Gesundheitsinvestments auf der anderen Seite. Und zusammen mit unseren Partnern von Medical Strategy und so diesem Verbund der APO Bank sind wir dann tatsächlich auch das größte Netzwerk in Deutschland für Gesundheitsinvestments. Dazu greifen wir auch auf die Expertise unseres wissenschaftlichen Beirates zurück. Den sehen Sie hier auf der Seite dargestellt, sehr prominent besetzt mit Professor Montgomery zum Beispiel, der als Vorsitzender des Weltärztebundes ja im Grunde der oberste Arzt der Welt ist, wenn man so will. Oder Professor Eckhard von Hirschhausen, kennt sicherlich auch der ein oder andere von Ihnen aus dem Fernsehen, sehr aktiv, gerade was so neue Themen und Trends angeht, wie Gesundheit und Klimawandel. Und diese Herren, die ziehen wir dann zu Rate, wenn wir mal eine Meinung aus der Praxis brauchen. Die sind zwar, muss man an der Stelle fairerweise sagen, längst nicht mehr primär als Arzt tätig, sind teilweise, vor allen Dingen Herr Professor Montgomery, mittlerweile fast eher Politiker, aber die Herren haben alle ein extrem dickes Telefonbuch. Und das bringt für uns den Charme mit sich, dass die schnell Kontakte vermitteln können. Und so haben wir dann die Möglichkeit, auch mal mit einem Anwender zu sprechen. Denn wenn mir, ich bin von Haus aus Betriebswirt, jemand das Bestrahlungsgerät Nummer 1, das weltbeste Mikroskop oder das Goldstandard-Hörgerät vorlegt, dann muss ich schon überlegen, wie ich das Ganze beurteilen kann. Und da helfen uns eben diese Meinungen aus der Praxis mit ganz wichtigen Puzzle-Informationen nochmal weiter. Und wir glauben, dass das wirklich hier auch ein Wettbewerbsvorteil ist, den wir gerne nutzen. Nachhaltigkeit ist sicherlich auch in Ihren Kundengesprächen immer stärker Thema, auch für uns sehr, sehr wichtig, macht uns aber gar keine Kopfschmerzen. Das liegt daran, dass wir glücklicherweise in einem Umfeld aktiv sind, das sich mit Themen wie Kinderarbeit, Rüstung, Öl im Grunde gar nicht auseinandersetzen muss. Und deswegen konnten wir unseren ESG-Ansatz dann auch sehr reibungslos in unseren Investmentprozess integrieren. Wir sind Artikel 8 konform und dementsprechend hier sehr progressiv unterwegs und scheuen uns nicht, hier Rede und Antwort zu stehen. So, jetzt haben wir sehr viel über die Chancen des Gesundheitsmarktes geredet. Gesundheit ist aber auch eine Herausforderung, denn Sie haben gesehen, dass Gesundheit überdurchschnittlich wächst, wir aber gerade in den Entwicklungsländern schon sehr, sehr viel Geld dafür ausgeben. Das heißt, wir haben hier wirklich einen enormen Kostendruck, den wir in den nächsten Jahren adressieren werden. Und deswegen wird das Thema Effizienz immer, immer wichtiger. Das sieht man vor allen Dingen in der eigentlichen Behandlungskette, also den Bereichen, die von vielen Schnittstellen gekennzeichnet sind, sowas wie im Krankenhaus, in der Pflege, in der Administration. Und hier sagen wir, hier macht es als Denkrichtung, als Stoßrichtung Sinn, sich vor allen Dingen auf das Thema Effizienz zu fokussieren, während bei den eigentlichen Produkten, also bei den Medikamenten, bei der Medizintechnik, bei der Labortechnik, unsere Denke eher ist, hier wollen wir vor allen Dingen innovativ unterwegs sein. Das heißt, wir wollen keine alten Pillen in neuer Verpackung verkaufen. Da kann man vielleicht ein, zwei Jahre sehr, sehr viel Geld mit verdienen. Aber das ist zum einen ethisch fragwürdig und zum anderen kein langfristig angelegtes Geschäftsmodell. Also Innovation und Effizienz, das sind so die beiden Überschriften, wie man unseren Investmentansatz beschreiben kann. Innovation, Patienten erwarten stets die bestmögliche Behandlung und deswegen glauben wir eben auch, dass Innovation letztendlich belohnt wird und Effizienz aufgrund des Kostendrucks ist es schlichtweg notwendig und da führt kein Weg dran vorbei, dass wir unser Gesundheitswesen weiterentwickeln, hin zu einer besseren, schlankeren Versorgung kommen. Ich habe Ihnen hier jetzt zwei Beispiele für die beiden Ansätze mitgebracht.
bitte nicht als Anlageempfehlung verstehen. Sie wissen, dass wir das gar nicht dürfen, selbst wenn wir es wollten, sondern einfach mal illustrativ, was sind das für Titel, die wir im Portfolio drin haben. Und solche Argumentationen, solche Beispiele helfen Ihnen ja vielleicht auch bei der Kundenansprache. Ich finde, das ist dann alles immer so ein bisschen greifbarer. Da haben wir hier Transmedics, ist ein amerikanisches Unternehmen, 350 Millionen Dollar Marktwert. Und die haben dieses System, was Sie auf der, im rechten Bild sehen, entwickelt. Das heißt, hier geht es darum, Spenderorgane von der Entnahme bis hin zur Transplantation im Grunde länger am Leben zu erhalten. Das bisherige System ist, man packt ja, das Herz, die Niere, was auch immer, im Grunde einfach auf Eis, hat dann einen extrem kurzen Zeitraum, um das an den Empfänger zu bringen. Das macht das Ganze noch schwieriger. Sie wissen sicherlich, dass dieser Transplantationsmarkt sehr, sehr eng ist. Also da an Spenderorgane zu kommen, ist wirklich nicht einfach. Und Transmedics hat mit diesen Systemen im Grunde technisch die Möglichkeit geschaffen, die Organe länger am Leben zu behalten. Das heißt, sie werden nicht mehr auf Eis gelegt, sondern da ja, atmet die Lunge im Grunde weiter, bis sie dann implantiert wird. Und dadurch lässt sich zum einen die Zeit bis zur Implantation deutlich strecken und zum anderen klinisch bessere Ergebnisse, weil das medizinisch vorteilhafter ist gegenüber dieser Eiskühlung. Also das wäre sowas ein Beispiel mal für diesen innovativen Ansatz. Beispiel für Effizienz bei uns im Portfolio ist Vocera Communications. Das ist auch ein amerikanisches Unternehmen, mittlerweile 2,4 Milliarden Dollar schwer. Die bieten Freisprecheinrichtungen und Kommunikationssysteme für den klinischen Alltag an. Das heißt, hier geht es um die Steuerung von Krankenschwestern, von Ärzten, um die wirklich möglichst schnell dorthin zu bringen, ja, wo da die Hilfe gefordert ist, und den Ärzten dann auch gleichzeitig die Möglichkeit zu geben, über Freisprecheinrichtungen und ohne Telefon in der Hand ja, möglichst effizient zu kommunizieren. Dieses Unternehmen wurde tatsächlich jetzt im Januar aufgekauft von Stryker, ist einer der ganz großen Orthopädie-Player dieser Welt und zeigt eben, dass so die Geschäftsmodelle, ja, die wirklich einen Mehrwert bieten, und die Unternehmen, die von ihrer Größe dann auch für andere interessant sind, dann auch regelmäßig Ziel von Übernahmen sind, worüber wir uns dann als Fondsmanager natürlich freuen, auch wenn es immer schade ist, wenn ein Unternehmen, das einem eigentlich gut gefällt, wo man viel Arbeit reingesteckt hat, wenn das aus dem Fonds rausgekauft wird. Aber wie gesagt, mit 25-30% Prämie, die hier gezahlt wurde, können wir da ganz gut mit leben. Unsere Investmentphilosophie, ich habe es schon mal so ein bisschen anklingen lassen, was können Sie von uns erwarten, wenn Sie im APO Medical Opportunities investieren? Wir sind Index- und Benchmark unabhängig. Wir selektieren fundamental bottom-up Einzeltitel. Das heißt, bei uns in den Fonds werden Sie Titel finden, die Sie eben in keiner großen Benchmark finden, die Sie nicht bei Wettbewerbern finden und wo wir glauben, dass man als aktiver Manager wirklich auch noch einen Mehrwert bieten kann. Dazu gehört auch, dass wir Exposure zu kleinen und mittelgroßen Unternehmen haben, die oft die Innovationstreiber sind in diesem Markt, die oft von Übernahmen profitieren, die, das muss man dann aber auch wissen, aber auch in Marktphasen, wo wir eher Risk-Off-Bewegungen sehen, so wie in 2021 beispielsweise, dann aber auch teilweise höhere Volatilität zeigen als die ganz großen Pharma-Riesen dieser Welt. Der dritte Punkt unserer Philosophie ist die regionale Diversifikation, also auch hier diversifizieren wir bewusst außerhalb der USA. USA ist mit Abstand die größte Region in allen Benchmarks und bei den allermeisten Wettbewerbern, weil wir zum einen finden, dass in den anderen Regionen noch sehr, sehr viel Wachstum zu erwarten ist und zum anderen aber auch, weil wir so bewusst die Risiken weiter diversifizieren können. In unserem Selektionsprozess gehen wir ja, fundamental bottom-up. Das heißt, wir gucken uns natürlich Finanzkennzahlen an, wie die Eigenkapitalrendite, Umsatzwachstum, Verschuldung. Wir sprechen mit dem Management, also auch die qualitative Analyse ist für uns ganz wichtiger Bestandteil unserer Arbeit und konstruieren dementsprechend dann unser Portfolio und behalten dabei die Merkmale wie Unternehmensgröße, Subsektorzugehörigkeit immer im Auge, um hier keine Unbalancen zu kreieren und dann wirklich für Anleger auch ein ausgewogenes Portfolio darstellen zu können. Das Ganze monitoren wir natürlich täglich. Ich meine, das ist unser Brot und Butter
Geschäft und ja, wir sind nah dran und versuchen das dementsprechend dann auch umzusetzen. Der defensive Charakter, den ich eingangs beschrieben habe, auch den sehen Sie im Fonds. Hier ja, mal dargestellt seit 2005 und hier sehen Sie zum einen die Abwärtsphasen, in denen wir tatsächlich zeigen konnten, dass ja, der Fonds in eben diesen Schwächephasen durchschnittlich ein Drittel weniger verloren hat als der MSCI World. Also da kann man durchaus diesen defensiven Charakter sehen. Und gleichzeitig müssen wir auf dem Weg nach oben aber kein Drittel abgeben, sondern konnten zu über 80% an der Wertentwicklung partizipieren, wenn wir wirklich in Hossephasen unterwegs waren. Also deswegen hier auch sehr, sehr attraktives Chance-Risiko-Verhältnis, wie ich finde, und deswegen auch eben ja für im Grunde jeden Anlegertyp geeignet. Den APO Medical Opportunities gibt es seit 2005, also mittlerweile ja fast 17 Jahre Track Record, und wir konnten seitdem eine Performance von durchschnittlich 8,5% PA erzielen. Das ist natürlich keine Garantie für die Zukunft. So, was aber garantiert ist für die Zukunft, ist eben dieser langfristige Wachstumstrend, sowohl auf der Nachfrage- als auch auf der Angebotsseite. Deswegen bin ich der festen Überzeugung, dass eben die Chancen für die nächsten Jahre auch sehr, sehr gut sind. Wir hatten in 2021, auch das sehen Sie hier im Chart zugegebenermaßen, kein ganz einfaches Jahr. Das lag zuvorderst daran, dass wir eben auch in Small- und Mid-Caps unterwegs sind und die letztes Jahr absolut nicht gefragt waren. Wenn Sie vergleichen die großen Unternehmen gegenüber den kleinen Unternehmen, da haben Sie im letzten Jahr im Gesundheitswesen einen Performance-Unterschied von 41,7% gesehen. Das ist mehr als doppelt so viel wie das zweitschlechteste Jahr. Und wir reden hier über eine Historie von mehr als 20 Jahren. Also wirklich diesen Small-Cap-Effekt, mit dem hatten wir letztes Jahr zu kämpfen. Wir haben aber auch gesehen in der Historie, dass auf schwierige Jahre immer wieder gute Jahre gefolgt sind. Und deswegen glauben wir, dass eigentlich der Einstiegszeitpunkt hier gerade sehr, sehr attraktiv ist. Das sieht man nämlich auch an den Bewertungen. Auf der rechten Seite hier dargestellt die Bewertung auf Basis des Kurs-Gewinn-Verhältnisses, der Gesundheitsmarkt gegenüber dem Breitenmarkt. Und da sehen Sie, dass Gesundheit eben aktuell zu einem Abschlag von 7,6% handelt. Und wenn man sich dann die Argumente, die langfristigen Wachstumsargumente für den Gesundheitsmarkt nochmal ins Bewusstsein ruft, also die demografische Entwicklung, die Forschung, die Konjunkturunabhängigkeit, dann finden wir eigentlich, dass Gesundheitsunternehmen viel mehr zu einer Prämie handeln sollten. Und deswegen glauben wir, dass es gerade ein ganz guter Einstiegszeitpunkt ist. Und das nebenbei bemerkt auch auf absoluter Ebene, denn auch wenn wir jetzt in den USA leichte Zinsanstiege gesehen haben, bleiben Aktien immer noch alternativlos. Also in dem Zinsumfeld sein Geld großartig anders zu investieren, ist in unseren Augen lange nicht so aussichtsreich. Wie sieht das Ergebnis jetzt aus, um mal so ein bisschen mehr ein Gefühl dafür zu bekommen, auch wie das Ganze in der Praxis dann umgesetzt wird? Da sehen Sie zum einen oben rechts die Allokation nach Regionen. Also auch für uns ist Nordamerika der wichtigste Markt, auch wenn wir da deutlich weniger engagiert sind als die Benchmark. Das liegt einfach darin, dass dort das investierbare Universum viel, viel größer ist. Außerdem können Unternehmen dort am Gesundheitsmarkt schneller wachsen. Die Regulierung ist eine andere, der Zugang zu Kapital ist ein anderer. Deswegen hier auch bei uns natürlich Nordamerika-Exposure drin. Aber wir kommen aus Europa. Vielleicht haben wir auch deswegen zum einen oder anderen Unternehmen hier einen besonders engen Draht und dementsprechend auch eine hohe Europa-Quote. Und zu guter Letzt sehen Sie hier eben auch die Beimischung von Wachstumsregionen wie Asien und Südamerika, weil wir diese Chancen auch wahrnehmen wollen. Unten links sehen Sie die Allokation nach Unternehmensgröße. Also wir investieren auch in große Titel, gar keine Frage. Sehen unsere Stärken aber besonders hier im Bereich der Small- und Mid-Caps, weil wir glauben, dass man da als aktiver Manager dann vielleicht doch noch die eine oder andere Information sammeln kann, die am Markt noch nicht jeder zehnmal gehört hat. Und so ist dann auch unsere typische Unternehmensgröße, so ungefähr bis maximal 3%, also hier wirklich breite Streuung.
Und ja, das ist dann das Vorkonstrukt, das wir Ihnen ja, aus dem APO-Verbund anbieten können. Nebenbei bemerkt, an der Stelle erlaubt uns das auch ja, 0,8 BEPRO anzubieten. Also ist, glaube ich, auch für Sie deswegen nicht ganz uninteressant. Und ich möchte dann meinen Teil ja, mit der Grafik oben links dann beenden. Also hier sehen Sie die Allokation nach Subsektoren. Und wenn man das etwas zusammenfasst, dann sieht man, dass wir ungefähr ein Viertel in Medizin und Labortechnik investieren, ungefähr ein Viertel in Dienstleister und IT und dann entsprechend auch ungefähr ein Viertel in Biotech und in Pharmawerte. Und ja, die Spezialisten für Biotech und Pharma, die sitzen bei Medical Strategy und dementsprechend würde ich dann an der Stelle auch gerne an meinen Kollegen Thomas Folicki übergeben. Sehr gerne. So, gucken. Jetzt müssten Sie meinen Bildschirm sehen. Ganz kleinen Moment. Ja, wir ja, sehen Ihren Bildschirm. Ah, okay, jetzt nicht mehr. Jetzt, Also, jetzt sehen Sie meinen Bildschirm. Ja. Genau, ja. Wunderbar, super, der perfekte Club. Ja, vielen, vielen Dank, Hendrik. Auch von meiner Seite erstmal an alle einen wunderschönen guten Abend. Mein Name ist Thomas Folicki und wie in der Vorstellungsrunde eben schon, ich bin Sales Manager bei Medical Strategy und wir sind eine Vorboutique spezialisiert eben auf innovative Therapieentwickler und hier im Schwerpunkt Biotechnologie und deshalb sind wir, wie Hendrik schon erläutert hat, zuständig für den Pharma- und Biotechnologie-Teil des Fonds. Und ja, dass insbesondere die Biotechnologie nicht erst seit Corona sehr interessant ist, sondern auch eben zukünftig bahnbrechende Innovationen bringt, das möchte ich Ihnen heute gerne zeigen. Aber zunächst eine kurze Vorstellung zu uns. Hier sehen Sie unser Team. Wir sind aktuell 13 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und da wir wissenschaftsbasiert analysieren, besteht unser Portfolio-Management und auch das Analystenteam überwiegend aus Naturwissenschaftlern, hier allen voran Medizinern und Molekularbiologen. Das ist unserer Meinung nach auch unabdingbar, wenn man in der Biotechnologie ein tiefes wissenschaftliches Verständnis haben will. Nun ein paar Informationen zu Medical Strategy, zu uns an sich. Wir wurden 1992 von Dr. Michael Fischer gegründet und managen seit 2000 Investmentfonds aus dem Gesundheitsbereich, betreuen aktuell ein Gesamtvolumen von ca. 1,2 Milliarden Assets under Management und decken grundsätzlich eigentlich den gesamten Healthcare-Markt ab. Aber wir sind auf der Suche nach den innovativen Therapieentwicklern. Und wenn man die innovativen Therapieentwickler suchen will, dann landet man in der Biotechnologie und innerhalb der Biotechnologie bei den hochinnovativen kleinen und mittelgroßen Unternehmen. Denn diese kleinen und mittelgroßen Unternehmen sind letztendlich die Treiber des zukünftigen Fortschritts. Über die letzten Jahre haben wir zahlreiche Auszeichnungen auch mit unseren Fonds gewinnen können und auch eine langjährige Performance. Einige unserer Fonds sind schon haben eine Historie seit 2000, die haben wir 2000 aufgelegt. So viel zu uns. Einsteigen in das Thema Biopharma möchte ich gleich mit einer der von meinem Vortrag vielleicht spannendsten Folie. Hier sehen Sie nämlich die vier Therapiefelder, in denen wir in den kommenden Jahren wirklich bahnbrechende Fortschritte erwarten. Allen voran ist es die Krebsforschung, die Onkologie hier links oben, auf die ich in meiner nächsten Folie aber noch mal ein bisschen im Detail eingehe, denn es ist ein sehr, sehr, sehr dynamischer Bereich. Dann der Bereich der seltenen Erkrankungen, auch Orphan Diseases genannt, Autoimmunerkrankungen und Erkrankungen des zentralen Nervensystems.
Also alles sehr, sehr, sehr wichtige Themen, mit denen wir uns so tagtäglich beschäftigen. Ja, ich hatte gesagt, in der Onkologie möchte ich ein bisschen ins Detail gehen. Hier erwarten wir grundsätzlich riesige Fortschritte. Es dreht sich alles um das Schlagwort personalisierte Medizin, also die Möglichkeit letztendlich durch die Entschlüsselung von genetischen Informationen, die wir ja jetzt mittlerweile erlangt haben und die auch effizient anwendbar ist, auch durch Krebszellen oder von Krebszellen, darauf dann basierend individuelle und maßgeschneiderte Therapien für jeden Einzelnen entwickeln zu können. Aber von Anfang an zu der Folie hier. Rechts sehen Sie die Chemotherapie, kennen Sie alle, ist eine Therapieform mit beträchtlichen Nebenwirkungen. Und demgegenüber auf der linken Seite hier sehen Sie Ansätze wie die Präzisionsmedizin und die Immunonkologie, die sich eben dem ganzen Überthema personalisierter Medizin unterordnen lassen. Ja, durch diese Möglichkeit eben genetische Informationen jetzt zu entschlüsseln, lassen sich auch bei jedem einzelnen Individuum die Tumorzellen entsprechend analysieren. Und auf dieser Analyse letztendlich basierend können auch maßgeschneiderte, zielgerichtete Therapien entwickelt werden, also für jedermann oder jede Frau einzeln individuell. Die Immunonkologie geht jetzt noch einen Tick weiter und sie sagt, sie nimmt das Immunsystem her und programmiert es so, dass die Tumorzellen durch das Immunsystem auch erkannt und bekämpft werden können. War nicht immer so. Wir kennen die Systematik des Immunsystems, aber Grundlage ist hier natürlich auch die Analyse der Mechanismen dieser Tumorzellen. Sie müssen es sich so vorstellen, Krebszellen sind grundsätzlich eigentlich sehr schlau. Sie haben sich lange Zeit versteckt, sie verstecken sich vor dem Immunsystem immer noch auch in einer Art und Weise. Aber wenn ich jetzt es schaffe, das Immunsystem richtig zu triggern, dann kann das Immunsystem diese Tumorzellen auch zielgerichtet angreifen. Also hier zwei sehr vielversprechende Ansätze mit sehr, sehr großem Entwicklungspotenzial. Und wir sind uns fast sicher, dass wir hier in den nächsten Jahren mehr Fortschritte sehen werden als in den letzten 20, 30 Jahren zusammen. Das zeigen auch die Prognosen hier. Und zwar sehen Sie hier die globalen Ausgaben, prognostiziert auch für die Behandlungen von Krebserkrankungen bis 2025. Also von 2021 mit 187 Milliarden US-Dollar bis weit mehr als 270 Milliarden US-Dollar in den nächsten Jahren. Dann möchte ich ein bisschen zurückgehen und Ihnen gerne den kompletten Arzneimittelentwicklungsprozess zeigen. Wie läuft der denn ab? Denn auch dieser ist dann investitionsrelevant für uns. Viele von Ihnen werden diesen mittlerweile vermutlich auch kennen, denn den ganzen Arzneimittelprozess oder zumindest die klinischen Prüfungsphasen, die hat man ja auch in einer Art und Weise im Newsticker verfolgt während der Covid-19-Impfstoffentwicklung. Es beginnt also mit der Grundlagenforschung, geht dann über die präklinische Forschung in die wichtigen klinischen Prüfungsphasen rein, welche sich eben wiederum unterteilen in Phase 1, 2 und 3. Sind diese positiv, kann ich dann meine Zulassungsdaten bei den jeweiligen Zulassungsbehörden einreichen. Hier sehen Sie auf dem Bild die amerikanische Zulassungsbehörde FDA. Erhalte ich hier dann meine Zulassung, dann kann ich im letzten Schritt mein Produkt vermarkten und vertreiben und dann beginnen letztendlich auch die Umsätze. Dieser ganze Prozess, also von Grundlagenforschung bis zur Vermarktung, dauert durchschnittlich 6 bis 8 Jahre. 6 bis 8 Jahre. Und irgendwann mal läuft dann aber mein Patent ab. Nämlich nach einer Gesamtlaufzeit des Patents von 20 Jahren. Und diese Gesamtlaufzeit beginnt nicht erst mit der Vermarktung, sondern die beginnt ganz am Anfang des Prozesses, also vor dieser Grundlagenforschung eigentlich noch. Denn dann muss ich natürlich mein Patent, ich muss es ja frühestmöglich anmelden. Bedeutet 20 Jahre minus 8 bis 10 Jahre Forschung habe ich eigentlich nur noch so 10 bis 12 Jahre Zeit, um dann wirklich meine Umsätze damit zu generieren. Weil, wenn das Patent abläuft, kommt die Generikaindustrie und schnappt mir letztendlich einen Großteil meiner Umsätze weg. Und dieses Phänomen, ja, oder diese Tatsache letztendlich, ist ein großes Problem für die Pharmakonzerne, insbesondere für die großen Pharmakonzerne. Es hat aber wiederum einen entscheidenden Vorteil, denn dadurch wird Innovation unglaublich zwingend.
Und das möchte ich Ihnen jetzt auf den nächsten Folien nochmal erläutern. Und zwar möchte ich da gerne auf zwei Punkte hier eingehen, basierend auf dem Arzneimittelentwicklungsprozess ab Phase 2 letztendlich. Und nochmal Ihnen ein paar Details zum Thema Patentabläufe erläutern. Wir investieren grundsätzlich, und das ist ja auch für jeden Investor wichtig, ab Phase 2. Und dann begleiten wir die Unternehmen in ihrem stärksten Wachstum. Und hier sehen Sie unsere Spielwiese. Bedeutet, wir investieren in Unternehmen mit Produkten ab Phase 2. Und hier sehen Sie die Anzahl an Produkten, die sich ab Phase 2 in der Entwicklung befinden. Es sind circa 5.000, mittlerweile sind es aber wohl tatsächlich mehr als 6.000 Substanzen, die sich in der Entwicklung befinden. Also eine sehr, sehr, sehr breite und große Spielwiese in Anführungszeichen. Und hier wird eine Sache auch deutlich, die ich vorhin schon angesprochen hatte. Die meisten Entwicklungen widmen sich der Krebsforschung, also der Onkologie. Das sehen Sie hier, das ist der blaue Balken. Was auch wichtig ist, hatte ich ja anfangs auch gesagt, wir fokussieren uns auf die kleinen und mittelgroßen Unternehmen, da diese die Innovationen treiben. Nun muss man sich auch noch anschauen, wie viel denn der späteren Zulassungen, also aus diesen Substanzen in Entwicklung, kommen denn überhaupt von den kleinen und mittelgroßen Unternehmen. Das ist ja auch wichtig. Und hier kann man sagen, vor 6 bis 7 Jahren, 2015, waren es circa 20% der Zulassungen in Amerika aus der Feder der kleinen und mittelgroßen Unternehmen. 2020, also vor 2 Jahren, 5 Jahre später, waren es bereits schon mehr als 40% der FDA-Zulassungen, welche aus der Feder von kleinen und mittelgroßen Unternehmen kommt. Also eine ja, sehr rapide Entwicklung, welche uns weiterhin bestärkt, die Small- und Mid-Caps in dem Bereich zu fokussieren. Zudem, nochmal ergänzend, haben wir auch im letzten Jahr noch eine Rekordmarke tatsächlich gesehen von Zulassungen. Wir haben 84 FDA-Zulassungen gesehen, was deutlich auch wieder zeigt, der Innovationsmotor an sich ist stark am Laufen und es scheint, als wird es jedes Jahr tatsächlich mehr. Auch natürlich getrieben durch den technologischen Fortschritt. Also das ist so eine Art Basis der Forschung und Entwicklung, eine Art Katalysator. Also hier haben auch die kleinen und mittelgroßen Unternehmen jetzt neue Handwerkszeuge, wie beispielsweise, und das sind jetzt Buzzwörter, nenne ich es mal, wie der Zugriff auf künstliche Intelligenz oder Big Data, was das natürlich alles nochmal stark, beinahe vielleicht exponentiell katalysieren wird die nächsten Jahre. Herr Foliki, Ja. darf ich an der Stelle kurz eine Frage stellen von einem Sehr, sehr, Zuschauer? sehr, sehr gerne. Genau, es wurde nämlich gefragt, ob Sie denn immer nur über Aktienbeteiligungen in Unternehmen investieren oder auch direkt in Unternehmen investieren. Wir kaufen nur Listed Companies, also nur über Aktienbeteiligungen. Wir sind keine Private Equity Gesellschaft oder Venture Okay, Capital. super. Dankeschön. Können Sie jetzt gerne weitermachen. Gerne. So, jetzt hatte ich vorhin nochmal das Thema Patentabläufe umkreist für Sie. Ich hoffe, Sie haben es gesehen. Da möchte ich jetzt auch nochmal im Detail darauf eingehen, denn das geht tatsächlich aktuell ein bisschen unter. Weil, welche Auswirkungen haben denn Patentabläufe? Und hier oben sehen Sie die Prognosen für Patentabläufe in den kommenden Jahren. Das bedeutet beispielsweise, hier in 2023 laufen Produkte mit Jahresumsatz von sage und schreibe 40 Milliarden Dollar ab. Und auch die Jahre danach ist es nicht unwesentlich weniger. Das hat natürlich ja, ungeahnte Folgen, insbesondere für die Pharma-Riesen, denn die großen Pharmakonzerne vor allem sind darauf angewiesen, dass sie ständig Produkte in ihrer Pipeline haben, um damit eben Umsätze zu generieren. Laufen diese Produkte, insbesondere die mit hohem Jahresumsatz, nun sukzessive aus, haben diejenigen ein Riesenproblem. Weil eben, wie vorhin schon angedeutet, die Generika-Industrie produziert Generika und knüpfen Umsätze ab. Das heißt, Pharma-Riesen müssen ihr Produktportfolio immer wieder auffüllen. Und hierfür haben Sie drei Möglichkeiten, sehen Sie hier unten. Erstens, Sie können neue Produkte einlizenzieren. Zweitens, Sie können Unternehmen mit innovativen Produkten kaufen. Oder drittens, Sie können Ihre eigenen Forschungsausgaben erhöhen.
Jetzt können Sie sich vorstellen, wenn man die eigenen Forschungsausgaben erhöht, das kann ich heute machen, aber ich habe deswegen morgen noch kein Produkt. Der Arzneimittelentwicklungsprozess durchschnittlich 6 bis 8 Jahre. Deswegen suchen sich die großen Biopharmakonzerne, insbesondere die entwicklungsstarken kleinen und mittelgroßen Biotechnologieunternehmen, um einerseits mit ihnen zusammenzuarbeiten, also über Lizenzen zu arbeiten, oder diese gleich komplett aufzukaufen. Und das ist tatsächlich ein gängiges Vorgehen in der Biotechnologie. Die M&A, also die Übernahmebereitschaft und die Übernahmetransaktionen sind in der Regel sehr, sehr, ja, rege. Und hier, Hendrik hat es vorhin auch schon angesprochen, lassen sich zusätzlich wirklich große Kursprämien in der Biotechnologie tatsächlich noch mehr Kursprämien realisieren, denn die Aufschläge, die gezahlt werden, die sind auch meist ja, sehr hoch. So auch Anfang des Jahres habe ich Ihnen hier ein Beispiel mitgebracht als UCB, das ist ein belgischer Pharmakonzern, eines unserer Portfoliounternehmen, nämlich Zogenix, übernommen hat. Kursaufschlag waren hier 66%. Zogenix ist im Bereich der seltenen Erkrankungen unterwegs und hat hier ein innovatives Produkt im Gebiet der Epilepsie. Und genau nach solchen Unternehmen suchen wir. Keine Übernahmekandidaten zwingend, aber wenn man gewisse Investitionskriterien anlegt, ist es natürlich so, dass man auch in einer Art und Weise dann sich über eine hohe Prämie zusätzlich noch freut. Unsere zentralen Investitionskriterien sind hier nämlich einerseits der Innovationsgrad, also neue Standards am Markt, First in Class, Best in Class. Das Produkt muss oder das Medikament, die Therapieansatz muss wirklich hier neue Standards generieren. Ich habe einen gewissen Entwicklungsstand, das heißt, das Produkt ist auch nahe am Markt, einen gewissen Proof of Concept, beginnt so ab Phase 2, alles davor ist eher ein bisschen Lotterie vielleicht. Management und Finanzierung müssen passen, das heißt, ein erfahrenes Management und auch gerade jetzt in den Zeiten von voraussichtlich steigenden Zinsen auch eine gute Finanzierungssituation, bestenfalls über 2, 3 Jahre hinweg. Und last but not least das Kriterium der Bewertung. Also es muss auch in einer Art und Weise günstig sein und überdurchschnittliches Wachstumspotenzial beherbergen. Das sind unsere 4 zentralen Investitionskriterien und die bilden sozusagen die Basis unseres wissenschaftlichen Ansatzes. Abschließend möchte ich Ihnen tatsächlich noch, und wenn Sie eine Folie heute mitnehmen, vielleicht diese hier, ich möchte Ihnen eine historische Gelegenheit zeigen. Gerade in der Biotechnologie, das letzte Jahr und auch der Januar in diesem Jahr, brauche ich Ihnen nicht sagen, haben Sie alle mitbekommen, war auch für die Healthcare-Branche und auch insbesondere eben für die Biotechnologie-Branche sehr, sehr herausfordernd. Es gab unterschiedlichste Gründe. Im letzten Jahr eher mehr sektor- und themenbezogen. Wir hatten beispielsweise wieder politische Diskussionen über Preisfestsetzungen in den USA, aber auch Corona natürlich. Also die Schwierigkeit während Corona generell mit neuen Medikamente zu vermarkten in einem People-to-People-Business. Das hat dazu geführt, dass wir eine starke Underperformance im letzten Jahr, gerade im Small- und Mid-Cap-Bereich gesehen haben. Anfang diesen Jahres kamen nun jetzt zusätzlich noch die Zinsängste hinzu, sodass wir nun wirklich auf den tiefsten Bewertungen gegenüber dem Gesamtmarkt seit 20 Jahren stehen. Seit mindestens 20 Jahren. Das sehen Sie hier auf der linken Seite. Gleichzeitig sehen Sie auch was Irrationales auf der rechten Seite. Gibt es nämlich eine historisch hohe Anzahl an Unternehmen, welche günstiger sind als ihre Cash-Positionen. Bedeutet, die Marktkapitalisierung des Unternehmens ist geringer, ist kleiner als die Cash-Positionen dieser Unternehmen. Für uns ist das alles wahnsinnig irrational, insbesondere wenn wir die innovativen Fortschritte sehen. Und wir richten unseren Biotech-Anteil auf eine große Erholungsphase tatsächlich aus. Und ja, wie schon gesagt, wenn Sie heute etwas mitnehmen, dann bitte führen Sie sich vor Augen, dass wir historisch günstige Niveaus haben bei gleichzeitig einer sehr stark steigenden Innovationskraft. Das bringt mich auch schon so zu meinem Fazit.
Nochmal, wir haben aktuell historisch günstige Bewertungsniveaus. Wir haben eine Vielzahl von neuen Produktzulassungen und wir erwarten über die nächsten Jahre auch einige Übernahmen. Die großen Pharmakonzerne haben sehr, 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 sehr viel Geld. Wenn man dann noch Leverage, also Fremdkapital mit hinzuzählt, kommt man da auf eine Hausnummer von 1700 Milliarden US-Dollar, 1,7 Billionen, das ist ungefähr der Wert von Apple. Ja. Ich weiß, ich habe es nicht ganz im Kopf, die haben wir auch ein bisschen korrigiert, aber ungefähr in dieser Größenordnung. Das sind die Cash-Positionen inklusive Fremdkapital, die aktuell die Pharmakonzerne haben. Und hier muss man sich natürlich auch vor Augen führen, das Geld muss auch untergebracht werden. Sie müssen ihre Produktpipelines füllen. Also hier auch einige Übernahmen in den nächsten Jahren erwarten wir. Makroseitig ist es natürlich nach wie vor so, dass wir es mit einer, Hendrik hat es auch schon angesprochen, mit einer älteren Bevölkerung zu tun haben und gleichzeitig aber auch mit einem Wohlstandswachstum in den Schwellenländern. Und zuletzt, wir befinden uns in einem historischen Innovationszyklus. Hier noch eine kleine Anekdote zum Schluss aus der Biotechnologie ganz speziell. Im letzten Jahr hat die Stanford University einen Bericht herausgebracht, welcher die Innovationssummen für Entwicklung von künstlicher Intelligenz innerhalb verschiedener Branchen untersucht hat. Und die Biotechnologie war hier mit Abstand die Branche, welche am meisten Investitionskapital für die Entwicklung von künstlicher Intelligenz erhalten hat. Doppelt so viel wie der Bereich autonomes Fahren beispielsweise. Also das allein zeigt, was für exponentielle Entwicklungen wir vielleicht in den kommenden Jahren sehen werden. Und ja, wenn Sie also den kompletten Gesundheitsmarkt abdecken möchten und inklusive Digitalisierung und Biotech in einem, ich glaube, dann ist dieser Fonds das ideale Konstrukt für Sie. Noch ein paar Informationen zum Gesundheitsmarkt an sich und über uns, über die Apo Asset, über unser gemeinsam in Gesundheit investieren, finden Sie auch auf dem YouTube-Kanal der Apo Asset. Kann ich wirklich empfehlen, ist sehr kurzweilig und spannend. Dann auch noch ein paar Hinweise zu den Fonds an sich. Sie sehen hier in grün umrandet die WKNs. Wir haben diverse Tranchen. Das ist die institutionelle Tranche. Das ist die R-Tranche, die Retail-Tranche, also für Privatanleger. Eine V-Tranche, eine thesaurierende Tranche. Und abschließend noch die rechtlichen Hinweise, über die wir jetzt gemeinsam ganz kurz durchlesen. Und zum Schluss Ihre Ansprechpartner. Auf Seiten der Apo Asset ist es Frau Michaela Ahrens und auf Seiten Medical Strategy bin es ich. Und dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend. Sag vielen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und ja, wir freuen uns jetzt auf Ihre Fragen. So, super. Vielen Dank für Ihren Vortrag. Dann schlage ich vor, gehen wir jetzt direkt mal auf Fragen ein. Es kamen nämlich auch schon einige. Und zwar die erste Frage bezieht sich auf die Corona-Situation. Es soll ja in Deutschland jetzt im März ein Freedom Day sozusagen geben und dann auch langsam die Pandemie zum Ende kommen. Wie könnte sich das auf den Gesundheitsmarkt auswirken? So, jetzt müsste ich zu hören sein. Da würde ich ganz gerne vielleicht einleiten, ein paar Gedanken zu loswerden. Also wir haben im Zuge der Corona-Pandemie, ja genauso mit den Infektionswellen, auch dann in den Krankenhäusern und bei den Unternehmen mehrere Phänomene regelmäßig beobachtet. Das eine ist der Anstieg der Testkapazitäten, von dem dann kurzfristig natürlich die Labore und die Testhersteller extrem profitiert haben. Und das andere ist, dass Krankenhäuser ja damit zu kämpfen hatten, dass Operationen verschoben werden mussten, entweder weil Betten freigehalten werden mussten für Covid-Patienten oder ganz einfach, weil das Personal infiziert war oder weil der Patient, der eigentlich für die OP angesetzt war, selber infiziert war. So, das wird dann, sollte dann natürlich zurückgehen. Das haben wir auch nach den letzten Wellen immer gesehen, dass dann die OPs, die verschoben worden sind, sehr, sehr schnell nachgeholt wurden. Das heißt, wir erwarten hier wirklich eine Normalisierung. Und wie tragfähig das ist, das wird sich dann nächsten Herbst wahrscheinlich zeigen, ob wir da dann eine neue Welle sehen und auch was das für die Hospitalisierungen
heißt, die ja im Moment doch eher rückläufig sind, was darauf hindeutet, dass wir auch in Zukunft Corona in einem grippeähnlichen Ansatz von Krankenhausseite betrachten werden können, was hier zu mehr Normalisierung beitragen dürfte. Thomas, hast du für Biotech noch ein paar Gedanken? Tatsächlich ja. Und zwar hatten wir ja, ich hatte es vorhin noch angesprochen, gerade in 2021 das Problem, dass die neuen Medikamente und die neuen Arzneimittel, die neuen Therapieansätze nicht den Weg an die Frau und den Mann gefunden haben, eben durch Corona. Oder nicht, ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber schwer, weil es ist einfach ein People-to-People-Business, die Vermarktung von neuen Therapieansätzen. Und das wurde tatsächlich im letzten Jahr sehr erschwert. Wir erwarten in diesem Jahr eine Erleichterung dahingehend, dass wieder die neuen Arzneimittel auch in den Arztpraxen etc. vorgestellt werden können, damit die Ärzte letztendlich die neuen Medikamente dann auch verschreiben können. Okay, danke. Dann kamen jetzt noch Fragen zu dem Fonds an sich. Und zwar könnten Sie zum einen erstmal etwas zu den Kosten des Fonds sagen? Thomas, du bist der Vertriebler. Die Frage würde ich an dich. Genau, Können wir, also glaube ich, auch auf dem Factsheet. Sie haben genau, man sieht es auch aus dem Factsheet, man hat also die üblichen 5% Ausgabeaufschlag, die eventuell anfallen. Ich glaube, über finanzen.net oder das Depot mit Vertriebspartnern etc. gibt es dann natürlich Rabatte. Ansonsten haben wir eine Kostenquote, glaube ich, in der Retail-Tranche von 1,6% TER. Okay, danke. Und wie sieht es denn beim Fonds an sich von der Gewichtung aus zwischen der Medizin und der Biotechnologie? Und wird denn die Biotechnologie in Zukunft auch vielleicht noch höher gewichtet? Also die Aufteilung ist grundsätzlich 50-50, Hendrik. Korrigiere Genau. mich, wenn ich da falsch liege. Aber man kann das auch aktuell, und ich habe erst heute in das Factsheet geschaut, vierteln. Also wir sind in dem Thema, was ApoAsset macht, digital und Medizintechnik, jeweils 25%, roundabout. Und auch im Pharma- und Biotechnologiebereich jeweils 25%. Wir sind natürlich nicht festgenagelt auf diese Werte. Und es ist durchaus vorstellbar, dass wir die Biotechnologie in einer Art und Weise höher gewichten, beziehungsweise innerhalb der Biotechnologie das Segment der Small- und Mid-Caps noch mal ein bisschen höher gewichten. Denn das waren tatsächlich diese Werte, die im letzten Jahr runtergeknüppelt worden sind, irrational in unseren Augen. Und hier kann es sein, dass wir durchaus hier noch mal aufstocken. Dann würde ich gerne an der Stelle direkt ansetzen. Gibt es denn auch Fonds von Ihrer Seite aus, die nur Biotechnologie haben, oder sind alle Fonds bei Ihnen gemischt? Also wir haben tatsächlich unseren Flaggschiff-Fonds, der sich rein mit der Biotechnologie beschäftigt. Da sind wir stark auch eben in unserer Philosophie im Small- und Mid-Cap-Bereich unterwegs. Ergänzend noch auch den Large-Cap-Anteil, den wir hier haben, macht auch ca. 10% aus. Aber es gibt einen reinen Biotechnologie-Fonds, das ist der Medical Biohealth, den wir managen, richtig. Genau, und wir von unserer Seite haben noch drei andere Healthcare-Fonds im Angebot. Das ist zum einen der APO Digital Health, der sich rein mit der Digitalisierung des Gesundheitswesens befasst. Der zweite weitere Fonds ist der APO Emerging Health, der sich rein auf die Schwellenländer konzentriert. Und der finale Baustein bei uns im Portfolio ist der APO Medical Balance, ein Mischfonds, der Healthcare-Aktien und Healthcare-Renten zusammenfasst. Und damit sind wir Okay, tatsächlich danke. produktseitig zusammen mit Medical Strategy so der größte Anbieter mit der größte Anbieter in Europa und haben im Grunde je nach Gusto tatsächlich für jeden Anleger was im Angebot. Gut, danke. Dann wurde jetzt auch noch einmal zu Ihrem Fonds, den Sie jetzt gerade vorgestellt haben, gefragt, ob Sie noch mal vielleicht ganz kurz erwähnen könnten, wie die Performance in den letzten Jahren war und welche erwartet wird. Ich glaube, das kam noch nicht ganz an. Ich skippe hier mal zurück, damit die Grafik nochmal kommt. Dann müsste ich Sie ganz kurz zum Moderator ernennen, Ach denn so, gerade jetzt. kann man Ihren Bildschirm gar nicht sehen. Okay. So, jetzt sind Sie wieder Moderator. Da können Sie noch mal das zeigen zu den Fonds. Das würde den Zuschauern, denke ich, helfen.
Gerne, mache ich ganz kleinen Moment. Richtung. Also ich kann vielleicht, Thomas, während du das suchst, vielleicht einfach nochmal Gerne. auf der Tonspur. Also jetzt seit August 2005 haben wir durchschnittlich nach Kosten in der Retail-Tranche 8,5% PA gezeigt. Und seit 2005, ich meine, da hatten wir die Finanzkrise drin, da hatten wir die Euro-Schuldenkrise drin, da hatten wir Covid drin, also wirklich auch eine ganze Reihe von schwierigen Phasen. Und über diese fast 17 Jahre jetzt hinweg 8,5%. Prozent im vergangenen Jahr, ich habe es jetzt nicht auf auf die Nachkommastelle, da müssten wir um die 8% rum gelegen haben. Was erwarten wir für die Zukunft? Ich habe es schon gesagt, wir können Ihnen keine 8,5% für die kommenden 17 Jahre versprechen. Wir können Ihnen aber versprechen, dass wir in den nächsten 17 Jahren weiterhin in einem sehr, sehr wachstumsstarken Sektor unterwegs sind. Wir haben einiges an Krisen bereits gesehen und deswegen bin ich ganz guter Dinge, dass wir dann auf lange Sicht ganz sicher auch wieder eine erfreuliche Wertentwicklung zeigen können. Ob wir jetzt aus diesem aktuell eher schwierigen Börsenumfeld, ob wir da jetzt morgen in einer Woche, in einem Monat oder vielleicht auch erst in 3 Monaten rauskommen, das wissen wir auch nicht, denn sonst würden Thomas und ich das Webinar nicht aus dem Homeoffice machen, sondern legen nebeneinander auf der Liege auf den Malediven. Und deswegen vielleicht in dem Zusammenhang auch noch immer das Tipp: Timing kann niemand vorhersagen. Und deswegen bieten solche Instrumente wie Sparpläne, wie gestaffelte Investments hier einfach extrem einfache, aber extrem effektive Instrumente, um dieses Timing-Risiko zu investieren. Dann habe ich auf lange Sicht in einem Wachstumsumfeld habe ich dann einen Cost-Average-Effekt, da profitieren die Kunden dann auch von. Also sowas ist absolut sinnvoll, um diese Timing-Komponente, um das Risiko zu reduzieren. Gut, danke schön. Dann gibt es jetzt hier noch eine letzte Frage, die aber ein wenig spezieller ist. Die bezieht sich auf die mRNA-Technologie. Wie schätzen Sie die Rolle jetzt in der Zukunft ein, nachdem die ja jetzt in der letzten Zeit eine sehr große Rolle gespielt hat? Vor allem zum Beispiel im Bereich der Onkologie. Also sollten Anleger vielleicht vor allem nach Firmen Ausschau halten, die diese Technologie verwenden? Oder sollten wir da nicht speziell drauf achten? Also es ist eine sehr, sehr, sehr spannende Technologie oder eine Technologieplattform, die mRNA, und hat sich jetzt tatsächlich bei den Covid-19-Impfstoffen in einer Art und Weise bewährt. Aber, und das sagen wir immer wieder, Covid ist nicht gleich Onkologie. Also liegen Welten dazwischen. Ja, Covid ist eine in Anführungszeichen vermeintlich einfache Infektionskrankheit, wenn man es jetzt mal wissenschaftlich sieht. Onkologie ist aber ja eine Königsdisziplin. Und deswegen, es gibt viele Unternehmen, die sich im Bereich mRNA und der Onkologie beschäftigen. Da gibt es auch durchaus großen Fortschritt, aber noch nicht den Fortschritt, den man sich wünschen wollen würde. So, das haben wir bei BioNTech gesehen oder sehen wir noch bei BioNTech aktuell. Aber es gibt eine Vielzahl von Unternehmen, die weiter sind in ihrer Pipeline als BioNTech beispielsweise. Die aber noch keine großen Durchbrüche im Bereich mRNA-Technologie plus Onkologie vorweisen könnten. Ja, also es ist definitiv ein spannendes Feld und wir beobachten dieses sehr intensiv, gerade weil das Thema Onkologie natürlich bei uns eine sehr, sehr große Rolle spielt. Aber, und so viel kann man sagen, es gibt hier noch keine nennenswerten Durchbrüche. Okay, danke schön. Ich habe hier auch noch, ja, Es gerne. ist eine Vielzahl von Unternehmen weltweit sind da dran in diesem Bereich. Aber wie schon gesagt, keine nennenswerten Durchbrüche. Entschuldigung. Im Bezug darauf, auf Technologie und Durchbrüche, kam auch die Frage, was passiert denn, wenn jetzt eine Firma eine Studie aufsetzt und die dann jetzt plötzlich abgebrochen werden muss und vielleicht auch der Wert des Unternehmens runtergeht? Wie handeln Sie denn dann, wenn die Firma in Ihrem Fonds ist? Also grundsätzlich kommt es vor, auch mehr die Regel, muss man auch ganz ehrlicherweise sagen. Das sind große Drawdowns dann tatsächlich auch, also das sind große Volatilitäten.
Deswegen sind wir sehr, sehr, sehr breit gestreut. Also wir gehen da ganz klassisch über die Streuung und machen das auch sehr erfolgreich. Eine breite Streuung, kleine Positionen, dann nehme ich diese binären Ereignisse in einer Art und Weise raus. Und es ist ja auch nicht so, dass die Firma dann komplett insolvent oder sowas ist, sondern es gibt dann Rückschläge, mal kleinere, mal höhere Rückschläge, aber meistens ist es dann auch wieder eine Opportunität, diese sich nochmal anzuschauen und dann vielleicht im zweiten Durchgang zu kaufen bei günstigeren Bewertungen. Ja, also es ist durchaus, vielleicht nicht die Regel, hatte ich vorhin vielleicht ein bisschen falsch formuliert, aber es kommt häufig vor, durchaus. Deswegen eine breite Streuung ist hier unabdingbar, unabdingbar, keine Frage. Und die Volatilität gehört dazu in den Biotechnologiemarkt. Und das ist nebenbei bemerkt auch einer der Gründe, weshalb wir eben nur in börsennotierte Unternehmen investieren, weil wir die Möglichkeit haben wollen, bei solchen Ereignissen dann entscheiden zu können, sind wir davon noch überzeugt oder wollen wir verkaufen. Bei Private Equity Investments haben Sie diese Möglichkeit nicht, da sind Sie dann gefangen und dann haben Sie wirklich Schwierigkeiten, Anteile zu veräußern. Deswegen machen wir nur börsennotierte Unternehmen. Okay, vielen Dank für diese ausführliche Beantwortung der ganzen Fragen. Es ist ja jetzt auch schon 19 Uhr, deswegen würde ich vorschlagen, dass wir langsam zum Ende kommen. Ich finde, wir haben heute auf jeden Fall einen sehr guten Einblick in den Gesundheitsmarkt und auch in das Trendthema Healthcare erhalten. Und ich möchte Sie, liebe Zuschauer, an dieser Stelle gerne darauf hinweisen, dass dieses Seminar aufgezeichnet wurde. Sie können es sich also im Nachgang jederzeit noch einmal anschauen. Den Link zur Aufzeichnung und zu weiteren Informationen erhalten Sie dann im Anschluss an diese Veranstaltung per Mail. Ein Aufzeichnungsartikel wird dann auch voraussichtlich noch heute Abend auf der Startseite von finanzen.net erscheinen. Dann würde ich Sie beide gerne noch um ein kurzes Schlusswort zu unserem heutigen Seminar bitten. Was sollen denn unsere Teilnehmer aus Ihrem Vortrag jetzt mit nach Hause nehmen? Ja, nehmen Sie mit, dass es sich um eine sehr innovative Branche handelt, sei es die Biotechnologie, sei es das Thema Digitalisierung des Gesundheitswesens, sei es Medizintechnik. Wir sehen hier Fortschritte und wir sehen hier auch einen großen Bedarf und wir sehen aber auch eine gewisse Konstanz. Und ich glaube, in diesem Fonds haben wir alles reingepackt von diesen guten Dingen und Sie partizipieren hier an einem Megatrend. Ja, das Wort ist vielleicht ein bisschen inflationär auch an der einen oder anderen Stelle, aber es ist halt einfach so. Deswegen glaube ich, haben wir hier das ideale Konstrukt, um den kompletten Gesundheitsmarkt abzudecken. In dem Sinne, bleiben Sie gesund. Genau, und ich kann hier vielleicht nur noch ergänzen, dass wir uns im Bereich Medizintechnik in einem sehr, sehr komplexen Umfeld bewegen, sowohl von der technologischen Seite als auch von der Infrastrukturseite, verschiedene Versicherungssysteme etc. Das heißt, hier kommt es wirklich darauf an, sich auszukennen. Hier kann man einen Mehrwert bieten, wenn man die entsprechenden Ressourcen dazu verwendet. Das haben wir in den letzten fast 17 Jahren gezeigt, dass wir das mit Medical Strategy zusammen können. Und deswegen sind wir guter Dinge, dass wir auch all die komplexen Herausforderungen, die da in den nächsten Jahren noch kommen werden, auch weiter zuversichtlich meistern können. Und ja, haben uns gefreut über die Gelegenheit, hier heute präsentieren zu dürfen, hoffen, ein bisschen was von dieser Begeisterung Ihnen mitgeben zu können und stehen natürlich auch im Nachgang, wenn noch Fragen sind, gerne Rede und Antwort. Wir haben so unser Serviceversprechen ist, jede E-Mail innerhalb von 24 Stunden zu beantworten und also nicht nur das Angebot, sondern wirklich die Bitte. Suchen Sie den direkten Draht zu uns. Das können wir als kleine Fondsmanager, können wir das leisten und scheuen Sie nicht, uns dann auch wirklich zu kontaktieren. Und ja, vielen Dank und bleiben Sie gesund, gilt natürlich auch von meiner Seite. Super, vielen Dank, Herr Lofrute, und auch vielen Dank Ihnen, Herr Foliki. Genau, das würde ich sagen, es ist jetzt schon fast alles gesagt. Ich hoffe auf jeden Fall, Sie beide bald wieder bei einem unserer Finanznetzseminare begrüßen zu dürfen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend, alles Gute und natürlich auch, dass Sie weiterhin gesund bleiben. Und auch herzlichen Dank an Sie, liebe Zuschauer. Danke, dass Sie heute teilgenommen haben. Schauen Sie gerne regelmäßig auf unserer Website finanzen.net vorbei oder melden Sie sich zu unserem Newsletter an, um kein Webinar zu verpassen. Der Link ist jetzt gerade auch noch eingeblendet. Und damit verabschiede ich mich und wünsche Ihnen allen noch einen schönen Abend. Tschüss und hoffentlich hören wir uns bald wieder. Schönen Abend, Vielen Dank. Wiederschauen. Tschüss.